Willkommen zurück zu Behinderte Zwerge, die Achte. Switch to Hardcore Cousin? Was? Ach, keine Ahnung. Ist es der achte Part? Ich weiß nicht mal. Ich habe einfach eine Zahl gesagt. Okay, Switch to Hardcore Cursor ist anscheinend nicht mehr aktuell. Dann halt kein Haus fertiggestellt. Super. Er kennt es als Haus an. Nein, nicht Mauer wegmachen. Komfort mittelmäßig. Schön. So. Nein, bitte nicht. Was wollen wir jetzt machen? Das ist die gute Frage. Ein Blätterdach. Und dafür bräuchten wir Blätter. Und daraus machen wir ein Dach. Wer hätte es erwartet? So. Ich versuch mal was. Ist das Blätterdach einfach nur hier drauf platzieren? Oder muss ich so als... Also muss ich das Dach hier damit ersetzen? Oder wie ist es? Ach, keine Ahnung. Ich wollte ja eh ein zweites Stockwerk erst bauen. So. Und dafür brauche ich erstmal hier diese paar Leitern hoch. Und fertige ganz. Okay, dann doch nicht ganz viele Holzmauern, weil ich brauche Holz. Wer hätte es erwartet? Für Holzmauern brauche ich Holz. Das ist die Erkenntnis des Tages. Und ich glaube, ich fülle mal... wo kann ich mir neues Zeug hier hinlegen? Eine Frage, wo ist überhaupt mein Inventar? Kann ich das nur übers Fertigen-Symbol machen? Ich schätze schon. Ich fülle mal das mit Erde aus. Also, hier das Wasser. Weil es geht mir viel zu sehr auf den Keks. Und den könnt ihr mal töten. Von wem werde ich denn angegriffen? Was zur Hölle tust du hier? Kannst du bitte hier freigeben? Was? Ich muss jetzt wirklich ein Portal nur für den Sack hier verwenden. Hallo? Du sollst aufhören rumzuschreien. Danke. Kehre zurück, du Vollidiot. Danke. Ach Gottchen, jetzt muss ich die zwei Mana nur für diesen Nein, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. So. Füllt ihr auch schön das alles hier mit Erde aus. Damit ihr nicht mehr schwimmen müsst, ihr unfähigen Zwergis. Man merkt, je länger das Let's Play geht, desto aggressiver werde ich gegenüber diesen Dingern. Och, wie praktisch. Da wächst gleich ein Bäumelein. Dann kann es ja gleich wieder gefällt werden. So schön ökologisch. Kaum wächst ein Baum, wird er gefällt. So funktioniert's, Kindchen. Kindlein. Nicht Kindchen. So. Man will ja nicht zu viel Erde verschwenden. Ah, mit Leertaste kann ich durch die Zwerge switchen. Gut zu wissen. So. Ich wollte wissen, wie man Wasser macht. Flasche. Grundlegende Kochkunst. Fortgeschrittene Eisenarbeiten. Schmiede. Okay, ich kann schon mal nicht die Flasche für die Schmiede voraussetzen, weil... Naja, geht irgendwie nicht. Das heißt, ich muss mit irgendwas hier Wasser sammeln können. Mit irgendwas hier Wasser sammeln können. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wie kriege ich Wasser? Ich meine, ich habe hier Wasser, aber... Ich kann nur angeln. Und das ist ja nicht das Ziel irgendwie. So. So. Baut hier bitte auch Erde hin, damit ihr immer nur über eins hüpfen müsst. Und hier dann bitte auch. Und hier am besten auch. So wie ich euch kenne. Ach, der will jetzt erstmal das da unten holen. Naja, sollen sie doch. Ist mir recht, Schnuppe, solange sie nicht ertrinken. Apropos trinken, ich hab Durst. Aber zuerst Erde. Sodele. Und passend zum wässrigen Abend gibt es gleich dazu noch Regeleine. Ich merke auch, dass je später es wird, desto mehr neige ich dazu, alles in der verniedlichten Form zu nennen.
Das hängt mit meiner Verzweiflung zusammen, Leute. Und können die das jetzt echt nicht bauen wegen diesem bisschen Wasser? Ach, keine Ahnung. Ich frag nicht. Ich gebe mich einfach damit zufrieden. So. Macht einfach, wie ihr wollt. Ist mir auch recht schnuppe. Mittlerweile habe ich es aufgegeben. Und was leuchtet denn hier? Warum leuchten die ganzen Pilze hier? Und Pflanzen und... Und alles und so. Warum leuchtet's? Ach, kein Plan. Wo ist denn der Zombie? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Und wir haben alle nichts zu tun. Ist doch schön, wenn ihr nichts zu tun habt. Wie wär's, wenn ihr mal ein paar Bäume fällt, ihr faulen Säcke? Schneiden, fällen. So. Ich brauche Holz. Oh, ich sehe, ich habe gerade eigentlich schon recht viel Holz. Um ein paar Holzmauern zu machen. So, das sollte jetzt aber genügen. Hoffentlich. Man kann bei Holzmauern irgendwie, finde ich, nie einschätzen, wie viel man braucht. Weil man die ja teilweise in zwei Schichten und sowas legen muss. Weil man ja die gesamte Fläche hier ausfüllt. Und ja, ich weiß, ich baue die Dinger größer als nötig. Aber wenn ich schon ein Haus baue, will ich es auch prunkvoll. Ich meine, es ist schließlich Sanheim. Es ist nicht mehr Sanheim. Aber es ist das ehemalige Sanheim. Nein, nicht abbauen, bitte. Bitte nicht. Und das Holz hat nicht mal gereicht. Dabei hatte ich kurze Angst. Ich hatte sogar zu viel. So. Und Leitern könnt ihr auch bauen. Ein paar Leitern kann ich auch craften. Dann können die hier auch so die Leitern entlang bauen und dann haben sie die Möglichkeit, auch alle Blöcke zu platzieren. Hoffentlich, wenn sie sich schlau anstellen. Wenn nicht, verzweifle ich mal wieder. Wie so häufig. So, und jetzt kann ich auch hier ein Portal setzen. Dann sollte ja alles schnell vonstatten gehen. Nutzen. Jo. Zwerge sind hungrig. Ich hab doch hier... Ah, mein Essen ist alle. Essen. Ich hätte Äpfel. Ganz viele Äpfel. So. Jetzt könnt ihr euch Äpfel holen. Aber schön, dass es angezeigt wird, wenn sie hungrig sind. So kann man rechtzeitig darauf reagieren. Und ich konnte mir doch auch irgendwie Zeug kochen. Grillfleisch. Fleisch, Kohleblätter. Warte, ich hatte doch Grillfleisch schon mal gemacht. Ah, 30 Grillfleisch sollte reichen. Für die paar Zwerge. Apfel? Ich kann das nicht mehr essen. Ja, dann mach doch einfach mal Grillfleisch. Gottchen, wie sie sich anstellen. Schlimm. Immer diese Anti-Vegetarier hier. Achtet mal mehr auf eure Umwelt. Schlimm genug, dass ihr sie ständig zerstört. Was zum... Was ist das? Kriege ich irgendwo eine Info? Nö. Baut's einfach ab und hofft, dass es nie wiederkommt. Ach, die haben ja wegen dem Schild Probleme. Dann baut's halt nicht ab. Macht er Grillfleisch und lässt es einfach unten in die Pfütze fallen? Diese Zwerge erstaunen mich immer wieder. So. Grillfleisch. Naja, wenn er meint, ermöglicht Zwergen, den Zwergen die Unterkunft zu verlassen. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich kann hier so alle einsperren. Man lernt immer wieder dazu. Aber das hätte ich mal bei der Monsterwelle wissen müssen, tun. Ich wie immer nix Deutsch. Ich Putin. Ich nix Deutsch. So, jetzt freut sich wahrscheinlich auch derjenige, der nicht mehr Äpfel essen will. Immer am Rumnörgeln. Lieber 12 Liter Wasser pro Kilogramm Fleisch verbrauchen.
Nein, Leute, ich bin nicht mehr Vegetarier. Und ich betone auf nicht mehr. Ja, es wird ein drittes Stockwerk geben. Bei diesem wunderschönen Haus. Gar nicht klobig oder so. Nein, nein, nur nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ihr erinnert euch noch an den behinderten Berg aus Minecraft Leben Winter? Ich glaube, ich werde das Dach daran anlehnen. Hab halt so eine kleine Idee. Ich will halt irgendwas Lustiges hier einbauen, wenn schon nicht ich selber lustig bin. Ach, die haben ja nix. Weißt du, beschweren sich, dass sie Hunger haben, aber dann nichts essen. Da sage ich nur, selbst schuld. Selbst schuld, meine Lieben. Oh, vielleicht sollte ich denen auch mal wieder ein Portal geben. Die laufen sich hier die Füße rund, die armen Kerlchen. Naja. Die Portale verschwinden aber auch so schnell. Ist das verbesserte Portal eigentlich länger da? Das weiß ich gar nicht. Verbessertes Portal, wo bist du? Hallo? Hä? War es nicht ganz nah bei uns irgendwo? Ich war doch irgendwo das verbesserte Portal. Nee, das kann nicht so weit weg gewesen sein. Wo ist denn das? Hornzauber. Ah, hier, verbessertes Portal. Das kann ich sogar schon bauen, wenn ich Silber hätte. Hält es dann auch länger als das Portal oder ist es einfach nur wirklich dieses Korb-Ding da? Diese Ranken sind auch nervig, dass ich die erst abbauen muss, bevor ich dann wieder was hinbauen kann. Naja, anders rumgedacht, ich krieg dadurch kostenlos... Ach warte, da wollte ich ja gar nichts hinbauen. Stimmt, ich krieg dadurch kostenlos Blätter. Ist da auch was Feines. So, und da oben kommt wieder eine Luke hin. Sagt nicht, das verbindet sich jetzt nicht, wenn ich eine Luke... Wo werde ich angegriffen? Ach, der kann mir ja egal sein. Der auch. So. Hey, wir werden, glaube ich, zwei Monsterwellen in zwei Parts hintereinander haben. Weil wir alles auf doppelter Geschwindigkeit laufen lassen. Die ganze Zeit. Bist du zu faul, oder? Warum lief der nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war so eine richtige Diva, die einfach nur warten wollte, bis wir ihr das hinbauen. Wollten wir nicht eigentlich... Ach, stimmt, für Eisenachs... Ah, stimmt, stimmt, Schmiede und so. Ich werde dann auch nach dem Part wahrscheinlich nachgucken, wie man sich Wasser holt. Weil ich kann es ja nicht so angehen, wenn ich kein Wasser habe, um eine Schmiede zu bauen und deswegen festhänge. Ja, erstmal beschweren, dass sie nichts zu futtern haben, aber dann selber nichts vom Tisch essen. Ja. Aber wenigstens töten sie alles recht schnell. Darüber kann ich ja glücklich sein. Lebt eigentlich noch mein Typ mit der Weihnachtsausrüstung? Ja, ja, Max, der mit den... Wie viel Rüstung? 40, ja, ja. Geht. Es ist so ein ganz bisschen zu stark. Ist ja auch lustig, dass ich das noch bekommen habe, wo ich nach Weihnachten angefangen habe. Aber es ist schon krass, wie sich diese ganzen Let's Plays mittlerweile ziehen, dadurch, dass ich eben so unregelmäßig das Zeug bringe, eben wegen den ganzen Prüfungen. Ey, das hat sich doch... Oh, nicht entfernen, bitte. Holzluke entfernen. Das hat sich jetzt nicht verbunden wegen der Holzluke da oben. Und mir fehlt ein Holzbrett hier mal wieder. Also Holzmauer. So, jetzt baut mal bitte hier hin, dann verbindet es sich, dann baut ihr es wieder weg und dann baut ihr die Holzluke hin. So macht man das. Ich finde es ja schön, dass ihr so einen netten Plausch habt, aber... Ups. Na, die können hochspringen. Na, wenigstens weiß ich, dass du bereit bist zu arbeiten. Ich glaube, die Holzluke muss weg, weil das erkennt es nicht als Teil des Hauses an. Hausmauern zerstört. Okay.
Ich kann ja mal Leitern fertigen. Und hier eine Leiter hinbauen. Dass er halt mit so einer Leiter hier reingeht. Oder würde er es erkennen, wenn das oben zu wäre? Ich weiß gar nicht. Komfort? Nein. Wie ist dein Komfort? Nein. Ich find's ja super, dass ihr ein nettes Pläuschen haltet. Aber ich möchte das ja auch erledigt haben. Ach, danke schön. Ah, jetzt erkennt er es als Haus. So, und jetzt bitte das hier weg und stattdessen eine Luke hin. Wahrscheinlich erscheint jetzt wieder Hausmauern zerstört. Mit Komfort? Nein. So. Jetzt sollte das Haus fertig sein. Und jetzt frage ich mich, wenn ich die Leiter entferne und stattdessen hier auch eine Luke hinbaue, erkennt er dann nur das hier als Haus an oder erkennt er auch alles als Haus an? Also kann ich eine Luke innerhalb meines Hauses haben? Okay, anscheinend kann ich eine Luke innerhalb meines Hauses haben. Dann kann... Nein, nicht Holzmauer. Entferne Leiter. Entferne Leiter. Entferne Leiter. Entferne Leiter. So. Und wenn es weg ist, kann ich ja dann die ganzen Betten hier reinbauen. Und dann oben baue ich dieses Dach. Naja, ich glaube, ich lasse es mit dem Schrägdach. Ich habe keine Lust, mich jetzt mit Schrägen da... Ist? Seit wann ist hier ein Dorf? Keine Ahnung, meine Zwerge erledigen es schon. Und wenn nicht, werden sie eh nach 5 Minuten wiederbelebt. Seitdem ich das weiß, bin ich irgendwie viel entspannter, was Kriege angeht. Auch wenn man erwarten würde, dass die Zwerge vielleicht etwas schlauer kämpfen. Na, was soll's. Aber okay, Dörfer können auch einfach so erscheinen. Harz, Steinaxt, schön. Jetzt hast du genug Zwerge, um eine Expedition auszusenden und in kleinen Biomen nach zusätzlichen Ressourcen zu suchen. Schön. Verbessere das Portal mit dem geeigneten Rezept. Schön, habe ich leider nicht. Zwerg ist gestorben. Ernsthaft. Ich will kein Zeichen. Ich will, dass ihr alle reingeht. Und die Unterkunft nicht verlasst. So. Gute Jüngchen. Das ist echt ein... gute Sache. So, jetzt bitte hier reingehen und die erledigen. Ah, oder so. Dann kommen die halt einfach so rein. Schön, ich habe euch zwar nicht eingeladen, aber okay. Schön, dass ihr zu Besuch gekommen seid. Und meine Zwerge laufen einfach panisch umher. Ich beobachte mal wieder das Spektakel. Ich kann das ernsthaft nicht mehr als Bedrohung nehmen, seitdem ich weiß, dass sie nach 5 Minuten wiederbelebt werden. Das nimmt dem Spiel irgendwie so die Gefahr. Und du hast auch die Party verpasst. Ich find's belustigend, wie sie hier hinrennen. Schreien, wo ist mein Bett? Und was machen die jetzt? Jetzt laufen die einfach ganz entspannt und bauen Gras ab. Das mache ich auch, wenn mein gesamtes Dorf einem Genozid aussteht. Ich baue erstmal Gras ab. Oder sammle das Zeug vom Boden. Auch sehr schlau. Aber hey, ich habe fast volles Mana. Ach, stimmt, durch das Level-Up. Stimmt. Gleich ist ja wieder Tag. Gleich können diese Deppen auch wieder zurückkehren. Zwerg ist gestorben. Schön, dass er gestorben ist. Habe ich weniger zu verpflegen. So ganz hart und kalt. Wie mein Leben. Du brauchst noch Rüstung und sowas. Du hast noch keine Rüstung. So, dir mache ich erstmal eine Rüstung, dann kriegst du auch eine Spitzhacke, damit du schön ausgerüstet bist, mein Kleiner, damit du auch später sterben kannst. So wie all die Leute vor dir. So.
Und das Ding veranstaltet auch eine Rave-Party und ist jetzt tot. So, jetzt einfach alles wieder hinbauen. Und die Tür vielleicht auch. Wo ist meine Tür? Wo ist meine Tür? Wo ist meine Tür? Tyrikowski, wo bist du? Hä? Haben die noch nicht... Ach, die haben die noch nicht aufgesammelt. Vielleicht sollte ich hier ein Portal platzieren. Dann geht's schneller. Ist vielleicht so ein Gedanke. Haben die ernsthaft alle Leitern außer... Ach Gottchen. Ach, die leben hier noch. Bitte töten. Sollte schnell gehen. Und den bitte auch töten, genauso wie den. Habe ich das Dorf... Ach, das Dorf ist ja noch gar nicht ausgerottet. Jetzt ist das Dorf ausgerottet, oder? Sobald der Große zerstört ist, oder? Nee, die müssen noch die einzelnen Dinger zerstören. Gut zu wissen. Ich dachte, sobald der große Typi da zerstört ist, sind alle Du hast ab jetzt einen Koboldspeer, du Schwimmer, du. Passt zu ihm. Schwimmer und hat einen Speer. So zum Fischen oder so. Keine Ahnung. Wundert euch nicht darüber, was ich laber. Es ist schon spät und ich bin müde. Sehr müde. Furchtbar müde. Und ich muss das müde so betonen. Das ist meine Verpflichtung gegenüber dem müde sein. Tötet es doch einfach. Danke. War doch nicht so schwer. Ach Gottchen. Manchmal frage ich mich, ob die Zwerge aus einer Anstalt für geistig verwirrte Personen ausgebrochen sind. Ich kann nur noch drüber lachen. Anscheinend kommt dieses Zwerg ertrinkt jedes Mal, wenn ein Zwerg mit wenig Leben im Wasser ist. Zumindest kommt es mir bisher so vor. Ja, man kann die Zeit auch... Wartet mal. Kann man die Zeit so... Cool. Cool. Das ist cool. Das ist sehr cool. Haben die jetzt eigentlich die Tür aufgehoben oder nicht? Ich weiß nicht. Aber das ist echt sehr cool. So muss ich das nicht immer erneuern. Hat jetzt irgendwer bitte schön die Tür? Hallo? Ja, die Tür ist hier. So, jetzt bitte auch die Tür hierhin platzieren. Und dann sind alle wieder glücklich. Und dann kann ich auch den Part beenden. Dann hatten wir Monsterwellen zweimal hintereinander. Die überhaupt nicht bedrohlich sind. Einfach nur aus dem Grund, weil man immer wieder die Zwerge zurückbekommt. Du kriegst jetzt auch eine Keule und irgendwas, was ich hier zusammenflicken kann. Und dir fehlt eine Axt? Ach, keine Ahnung, wird schon irgendwo rumliegen. Und damit, Leute, auf Wiedersehen, euer Sandaron. Und je nachdem, wie die Parts ankommen, ist es womöglich schon der vorvorletzte Part. Tschüssikowski.